Hallo, ich bin's Kristin von Tennis Warehouse Europe und heute schauen wir uns den neuen Yannix V-Core Pro 100 300 Gramm etwas genauer an. Yannix präsentiert den neuen Yannix V-Core Pro 100 300, den Nachfolger des Dual G. Dieser Schläger hat jetzt ein etwas offeneres 16×19 Seitenmuster und verfügt über einige aktualisierte Technologien, um das Power- und Spin-Potenzial sowie das Spielgefühl nochmals zu verbessern. Der V-Core Pro 100 behält seine charakteristische isometrische Kopfform bei für einen größeren Sweet Spot sowie das Lock-Booster-System für noch mehr Power. Yannix stattet den Schläger zusätzlich mit NAMD aus, einem elastischen Kohlefasermaterial, welches in einigen Bereichen des Rahmens platziert wurde, um die Schlagrückmeldung zu optimieren. Damit eignet er sich super für alle Spieler, die ein aggressives Tennis mit viel Spin spielen wollen. Von der Grundlinie aus bot der Schläger unseren Testspielern eine sehr kontrollierte Schlagrückmeldung. Und dank seiner leichten Manövrierbarkeit und dem tollen Gefühl war es für sie auch relativ einfach, ein variables Tennis zu spielen. Einigen Spielern fehlte es etwas an Stabilität, wenn sie gegen aggressive Gegner unter Druck standen, die mit harten Schlägen agierten. Aber insgesamt hat sein schnelles Schwungverhalten ihnen überaus gefallen, genauso wie die Zielgenauigkeit. Wenn unsere Testspieler ans Netz gingen, dann überzeugte er auch dort mit seiner exzellenten Manövrierbarkeit. Die Spieler kamen mit ihm schnell in die richtige Schlagposition und der Schläger lieferte auch eine solide, kontrollierte Schlagrückmeldung, die es den Testern erlaubte, den Ball mit einer beeindruckenden Präzision zu platzieren. Er liefert auch genügend Schlagkraft, um vorne aggressiv zu sein und den Punkt am Netz zu beenden. Bei den Ausschlägen fehlte es unseren Testern etwas an Power, aber die Fähigkeit, eine schnelle Schlägerkopfgeschwindigkeit zu erzeugen, erlaubte es ihnen, ihren Aufschlägen eine Menge Spin mitzugeben und den Ball effektiv mit sehr guter Genauigkeit zu platzieren. Die Manövrierbarkeit war insgesamt das bestimmende Thema bei diesem Spieltest und so war es auch beim Return. Unser Testspieler konnte mit ihm schnell reagieren und hatte auch genug Schlagkraft, um offensive Return zu schlagen. Aber wie schon bei den Grundschlägen, so fehlte es einigen Testspielern auch hier an Stabilität gegen harte Aufschläge des Gegners. Insgesamt erwies sich der V-Core Pro 100 als ein schnell zu schwingender, spinfreudiger Schläger, der für seine Gewichtsklasse eine gute Schlagkontrolle bietet. Fortgeschrittene Spieler, die einen vollen Schwung haben und einen schnellen Schläger mit einem großartigen Spielgefühl möchten, sollten dieses Update unbedingt einmal ausprobieren.